Ausführung. Ich darf Sie ans Mikrofon bitten. Frau Klöckner, Sie haben das Wort. Ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich, lieber Herr Werfmann, liebe Bäuerinnen und Bauern, lieber Albert Stegemann. Freue mich, er hat gesagt, Julia, du musst heute kommen, auch wenn du zwischen mehreren Terminen bist. Du kommst heute hierher und wenn der Albert Stegemann das sagt, dann habe ich gesagt, dann komme ich. Deshalb bin ich gern heute da. Gestern hatten wir im Kanzleramt, das wissen Sie, dazu sage ich gleich was, mit dem Handel ein Gespräch. Ich war gestern noch in Baden-Württemberg bei ein paar hundert Bauern, die eine ganz andere Agrarstruktur haben als Sie hier. Dann bin ich in der Pfalz gewesen, wo der Gemüse- und Obstgarten Deutschlands ist, die auch eine andere Struktur haben. Und heute bin ich bei Ihnen und Sie sind landschaftlich und landwirtschaftlich auch anders geprägt. Um deutlich zu machen, es gibt nicht die deutsche Landwirtschaft und deshalb wird es auch nicht nur eine Antwort geben, um alle zufrieden zu machen. Ich grüße alle Mandatsträger, die heute da sind, sind Amts- und Ehrenträger heute auch da und liebe Bauern, aber vor allen Dingen will ich glaube, wir werden übertragen. Ist das die Kamera, die uns überträgt nach draußen oder wer ist es? Ist hinten. Mensch, ja, Hightech. Also, ich will jetzt einfach mal den Kindern, falls sie noch da sind, noch ganz, ganz herzlich danken. Die haben mich eben so herzlich draußen begrüßt. Und auch allen Bauern, die draußen sind, weil der Saal ist voll, aber sie sind hergekommen. Und das finde ich ein schönes Zeichen. Herzlichen Dank dafür. Und deshalb habe ich mir auch die Zeit genommen und will Ihnen heute so ein bisschen berichten. Und mein Vorredner, lieber Herr Werfmann, Sie haben viel angesprochen. Ziemlich viel. Da bräuchte man den ganzen Tag. Und Sie haben auch, sagen wir mal, herausfordernd auch einige Widersprüche formuliert. Waren auch selber nicht ganz frei davon, aber das ist ja auch menschlich. Und da sollten wir auch heute reingehen. Sie haben von mir Ehrlichkeit verlangt. Und Ehrlichkeit, ich hoffe, Sie verstehen sie dann auch so, dass ich nicht zu 100% mit Ihrer Meinung dann heimgehen muss, weil Ehrlichkeit heißt auch, ertragen zu müssen, dass es auch andere Sichtweisen gibt und dass wir in die Argumente heute auch noch reingehen müssen. Denn vieles, was Sie auch gefordert haben, da stehe ich hinten dran, bin ich bei Ihnen. Aber es gehört auch dazu, im Übrigen, weil Sie sagen, Rückgrat zeigen. Rückgrat zeigt man auch dann, wenn einem Wind ins Gesicht kommt. Und zurzeit habe ich von verschiedenen Seiten Wind. Im Übrigen, das zeigt die komplette Bandbreite unserer Gesellschaft. Und Landwirtschaft ist ein Teil der Gesellschaft. Aber ich kann Ihnen sagen, was von den Wasserwirtschaftsverbänden kommt aus Niedersachsen. Ich kann Ihnen sagen, was von Verbrauchern auch aus unserer Partei kommt, kann Ihnen von vielen sagen, was von denen kommt, das ist sehr, sehr vielstimmig. Und Politik muss einen Ausgleich hinbekommen. Und das ist meine Aufgabe, denn ich will am Ende, dass Landwirtschaft eine Zukunft in Deutschland hat und dass es modern ist, deutsche Produkte zu kaufen im Supermarkt und dass es eben nicht unmodern ist. Und das müssen wir so hinkriegen, glaube ich, mit einer Sprache, mit einer Kommunikationsoffensive, Kommunikationsallianz, die aber nicht nur in der eigenen Blase sich befindet. Wissen Sie, wir müssen, die Aufgabe wird doch sein, natürlich Applaus bei den eigenen Leuten zu kriegen. Aber das ist zu wenig. Wir sind eingebettet, nicht nur in Europa, sondern in die ganze Welt. Und wenn jemand sagt, passen Sie auf, wenn nicht die ganze Welt unsere Regeln übernimmt, dann schotten wir uns ab. Ganz ehrlich, ich halte das für eine sehr gefährliche Forderung, die Sie eben aufgestellt haben. Das sind Zeiten, die waren ziemlich dunkel. Denn was gerade Herr Trump macht, ist eine Abschottung auf dem Rücken der Landwirtschaft. Wir haben gestern eine ganz klare Zahl wiederbekommen, auf die wir jetzt stolz sind in Deutschland. Dass wir eben Außenhandelsweltmeister sind. Das hat Auswirkungen auf uns. Ein Drittel unserer Agrarproduktion, im Übrigen Niedersachsen, die Produktion, die hier in Niedersachsen auf gutem Boden, mit guter Arbeit und aus den Schwellen auch kommt. Liebe Freunde, die wird doch nicht nur allein hier in Niedersachsen gegessen. Wir sind mittlerweile weltgrößter Lieferant von Schweinefleisch in China. Und jetzt will ich Ihnen mal sagen, wenn Ihre Forderung Wirklichkeit werden würde, wissen Sie, was das für die Schweinehalter hier hieße, wenn wir plötzlich dicht machen würden oder die anderen Länder würden dicht machen? Deshalb, Leute, ich will mal eines sagen, wir müssen immer einen Schritt weiter denken. Ein Drittel unserer Agrarproduktion geht in den Export, macht auch unseren Wohlstand hier aus.
Deshalb habe ich meine Exportabteilung im Ministerium auch stärker ausgestattet, damit wir mit unseren Produkten auch Fuß fassen können in anderen Ländern. Wir haben zwar in unseren Regalen Produkte aus dem Ausland, aber unsere Produkte sind auch in anderen Regalen. Und das ist eine Chance. Und ich will einfach Folgendes heute berichten. Ich bin ja eigentlich da, um die Ackerbaustrategie vorzustellen. Die machen wir mal nachher. Ich glaube, das, was Sie alle richtig umtreibt und emotionalisiert, ist ja die Frage, wie geht Gesellschaft mit Landwirtschaft um, wie geht Politik mit Landwirtschaft um. Düngeverordnung, sage ich was, ich sage auch was zum Handel und einfach auch zur Vorstellung. Und ich bin da auch ehrlich zu Ihnen. Und wir müssen, glaube ich, auch sehen, in welcher Zeit wir uns heute befinden. Und Sie haben was, mir hat der Film übrigens sehr gut gefallen. Und ich bedauere es noch heute, und Albert Stegemann sagt es auch immer, wir bräuchten eigentlich wieder eine CMA, um deutlich zu machen, um zu werben, um auch das Bauchgefühl anzusprechen. Aber ich muss nichts sagen, aus dem Berufsstand selbst ist die CMA damals beerdigt worden, das müssen wir auch sagen. Aber Glückwunsch zu dem Film, und ich habe hier so einen Bierdeckel da liegen, und Sie haben recht, solche Botschaften auch drauf zu schreiben. Fangen wir mal an. Wird gerade eben von Journalisten draußen auch gefragt. Ja, jetzt auf einmal, es ist so lange gar nichts geschehen und es gibt keine Veränderung. Das ist falsch. Landwirtschaft ist ständig einer Veränderung unterworfen. Ich bin selber groß geworden in der Landwirtschaft, Rheinland-Pfalz, andere Struktur als hier. Wir hatten früher einen Gemischtbetrieb, also auch Ackerbau, auch Tierhaltung und Weinbau. Heute macht man, wo sind wir nur Winzer, das heißt nur Winzer, ist eine tolle Sache, aber sind jetzt eben nicht mehr ein Gemischtbetrieb. Und ich bin da groß geworden und wissen Sie, vor 40 Jahren, als ich mit meinem Vater, der leider nicht mehr lebt, der vorvergangenes Jahr verstorben ist, der mir wirklich Natur, der mir das nahegebracht hat, weil wir ein Aussiedlerhof sind. Der mir das nahegebracht hat, wir haben vor 40 Jahren doch komplett anders gespritzt, komplett anders gedüngt. Vor 40 Jahren. Und wir werden auch in 40 Jahren anders mit unseren Böden umgehen. Die Tierhaltung wird in 40 Jahren eine andere sein. Also insofern ist Landwirtschaft schon immer in Bewegung gewesen, aber zu einem darf es nicht führen, dass wenn wir heute Veränderungen haben, den Älteren einen Vorwurf machen, wie sie gewirtschaftet haben. Denn jede Generation arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen und nach der guten fachlichen Praxis. Und deshalb ist das eine Frage, wenn eine Veränderung kommt, dass wir auch auf Verständnis hoffen können und müssen, derer, sage ich jetzt mal, ausgenommene Journalisten, die hier sind, anwesend ja ausgenommen. Aber dass diejenigen, die eine Haltung haben als Journalist, bitte auch recherchieren vorher. Und das ist sowas, ich sage es jetzt auch mal hauptstädtisch. Wir haben ganz viele eine Meinung gegenüber Landwirtschaft. Ganz viele haben eine Haltung. Nach den zwei Dürresommern hatten wir 80 Millionen Hobby-Agrarwissenschaftler in Deutschland. Die wussten fruchtvoll und dann geht alles gut. Das ist ein bisschen wenig. Und als eine Journalistin nach den Bauerndemos in Berlin, und da lag ja die Stadt lahm, viele von Ihnen waren ja sicherlich auch da, und ich muss sagen, die Beschwerden darüber, dass die Demo über Traktoren kam und die Stadt lahm lag, die Beschwerden konnte ich überhaupt nicht verstehen. Berlin liegt ständig lahm wegen irgendeiner Demo, kriegt selber einen Flughafen nicht hin, und wenn die Bauern einmal kommen, dann beschwert man sich. Ich finde, Bauern haben auch ein Recht zu demonstrieren und auch mit der Stadt lahm. Ernähren die Bauern noch die Stadt. Und das Interessante war, eine Journalistin, und das ist jetzt so ein Zeichen gewesen, wo mir auch klar geworden ist, Leute, wir müssen in eine andere Kommunikation. Und dann gehe ich auch in ein paar Punkte wirklich im Detail auch rein. Eine Journalistin hat nach den Bauerndemos in Berlin getwittert, weil sie im Stau stand und einen Termin verpasst hat. Jetzt habe ich wegen dieser ganzen Traktoren, die die Luft verpestet oder was sie da geschrieben hat, den Termin verpasst. Ich werde nie mehr etwas kaufen, was Bauern produziert haben. Da habe ich mir gedacht, das arme Mädchen muss verhungern. Und ja, aber das zeigt so etwas, wir haben echt noch viel Weg vor uns. Aber es hilft nichts. Wir brauchen nicht nur ein neues Landwirtschaftsbewusstsein, wir brauchen auch ein neues Verbraucherbewusstsein. Und es hilft ja nichts, wissen Sie, wenn ich Ihnen in allen Punkten recht gebe, dann werde ich vielleicht mal kurzfristig von Ihnen gefeiert. Aber dann kommt der Druck und die Glocke und die zeitlichen Anpassungsmaßnahmen kommen dann noch strenger, noch schneller und noch mehr alles auf einmal. Und deshalb will ich jetzt mal einsteigen, das Thema Handel, weil das war der Termin von gestern. Wir hatten eine
einen Landwirtschaftsgipfel im Kanzleramt und daraus ist die Idee geboren, dass wir auch den Handel einladen. Wir haben, und da haben Sie absolut recht, Herr Wersmann, wir haben eine Konzentration des Handels. Die vier Großen machen 85% aus. Das ist eine Marktmacht. Da kann man nicht sagen, dass hier bei Lieferant und Abnehmer handelt, dass man da auf Augenhöhe ist. Da muss man ganz klar sagen, wenn Bauern, Landwirte etwas liefern an den Handel, auch wenn Genossenschaften zwischengeschaltet sind, dann ist das wie David gegen Goliath und das ist nicht auf Augenhöhe. Und deshalb werde ich, Stichwort nochmal Ordnungspolitik, Folgendes reden und das werden wir verbieten. Und Dankeschön. In die Uhrzeit gibt es noch Wasser bei Ihnen. Gut, ist bei uns anders. Aber gut, geht ja so klar, Wasser bei Ihnen gestellt. Aber ist auch noch anders. Und deshalb ist die folgende, bei uns gibt es, also was mir Landwirte oder Erzeugergenossenschaften, die auch von Landwirten getragen werden, was die mir erzählt haben, welche Handelspraktiken es gibt. Der Deutsche Bauernverband, Landschaftsverbindung, die haben ja echt Listen geschickt, die mir gestern der Kanzlerin auch sehr geholfen haben. Folgende Handelspraktiken gibt es. Das nennt ein Edeka, ein Lidl, eine Rewe oder Aldi, dass die abends 30 Paletten Salatkorb bestellen und morgens um 4.30 Uhr kommt das Fax, wir brauchen nur 13 Paletten. Was passiert denn mit den restlichen Paletten? Die können Sie gerade, die sind ja schon in der Nacht gepackt worden. Sie haben ja Mitarbeiter, die das alles machen. Ich war direkt vor Ort bei Gemüsebauern, die haben mir das mal erzählt, wie das läuft. Das heißt, die nehmen am Ende den Kram wieder mit, beziehungsweise liefern ihn gar nicht aus, aber sie kriegen überhaupt keinen Ersatz dafür. Sie müssen, wenn dann, umpacken, wenn sie Glück haben, kriegen sie das wieder los, oder sie müssen es vernichten. Das heißt, einseitig kann etwas storniert werden, während auf der anderen Seite Landwirte eine hundertprozentige Andienpflicht haben, zu 100%. Selbst wenn wir Missernten haben und Minderernten haben, ist heute das Risiko nicht homogen verteilt, gleichmäßig verteilt, sondern das Risiko liegt heute bei dem, der die Andienpflicht hat. Auch darüber müssen wir reden, über diese Geschäftsbedingungen. Was kann jemand, wenn wir Minderernte oder wenn wir, sagen wir mal, so einen Dürresommer hatten? Dritter Punkt. Zahlungsziele. 3 Monate. Überlegen Sie mal, wir würden in der Aldi gehen, würden einkaufen gehen und würden der Frau an der Kasse sagen, ich nehme es schon mal mit, in 3 Monaten bezahle ich ihn. Das geht auch nicht. Wie soll denn eine landwirtschaftliche Familie, eine Erzeugergemeinschaft oder jemand, der weiterverarbeitet, am Ende ist doch immer der Erzeuger, der das Fleisch produziert, der Obst und Gemüse produziert, der ist ja immer am Ende, weil der wartet ja bis am Schluss, bis er sein Geld bekommt. Dann haben wir Beispiele, ich meine, Sie haben das mitbekommen mit Edeka. Also selten blöd, muss ich ehrlich sagen. Damit zu werben zum 100-Jährigen, das ist das Beste, die fallenden Preise sind. Andere werben mit supergeile Preise, Kracherpreise, immer billiger, immer billiger. Aber das Problematische ist, und das haben wir zum Thema gemacht, von Ihnen als Landwirte werden immer höhere Standards verlangt. Ich sage es jetzt mal zum Thema Pflanzenschutzmittel. Wir haben gesetzliche Grenzwerte, die sind streng. Aber die Handelsketten überbieten oder unterbieten sich noch, indem sie nochmal strengere Grenzwerte setzen, die überhaupt nichts mit der gesetzlichen Grenze zu tun haben. Warum? Weil sie unter den Mitbewerbern damit punkten wollen und wollen sagen, wir sind noch gesünder. Was im Übrigen wissenschaftlich Quatsch ist, weil was Ungesundes, Schädliches darf gar nicht in den Markt gebracht werden. Aber diese Bedingungen, dass noch weniger Pflanzenschutzmittel zum Beispiel benutzt werden, aber bei gleichbleibender Qualität und Menge, das passt nicht zusammen, das ist ein Zielkonflikt. Und das haben wir gestern angesprochen und haben gefragt, ob es dann jetzt am Ende dann zumindest für höhere Standards dann auch eine höhere Bezahlung geben muss. Weil am Ende machen Landwirte das, höhere Standards, aber dann müssen sie dafür auch entschädigt werden. Das haben sie erstmal gestern, viele der Händler, abgestritten, dass sie schärfere Standards als gesetzliche hätten. Dann haben wir aber eine Liste rausgezogen, die wir halt hatten, wo die unterschiedlichen Grenzwerte für unterschiedliche Pflanzenschutzmittel drinstehen. Und dann habe ich mich geärgert, als ich gesehen habe, dass das nur für die deutschen Produzenten, aber nicht für die spanischen gilt. Und das ist ein Punkt, die werden wir in einem Folgetreffen, das konnten wir gestern nicht vertiefen. Wir werden, die Kanzlerin hat mich beauftragt, einen nächsten Tisch zu machen, wo die Händler, also die Handelsvertreter, aber auch die Landwirte
mit am Tisch sind und wir haben eine To-Do-Liste. Was werden wir verbieten? Wir nutzen die UTP-Richtlinie. Das ist eine Richtlinie gegen unlautere Handelsbedingungen. Die haben wir mit durchgesetzt vergangenes Jahr mit deutscher Hilfe in Brüssel, zusammen mit Österreich. Und da werden diese Bedingungen, dass man kurzfristig storniert, dass man Ware zurückgibt, ohne dass man sie bezahlt, dass man ein Zahlungsziel von 3 Monaten hat, dass man sich zum Beispiel Liefertermine kaufen muss oder wenn es eine neue Filiale gibt, wenn man nicht spendet, dann nicht gelistet wird. All diese Dinge, wer sich da weigert, da sagte gestern der Handel, es muss doch keiner. Sagt, tja, wenn sich einer weigert, wird er nicht gelistet bei Ihnen oder ausgelistet. Und das ist keine Augenhöhe. Das werden wir verbieten. Und das ist in der UTP-Richtlinie drin. Und da weiß ich, dass der Handel Lobbyarbeit dagegen macht, das Wirtschaftsministerium nicht ganz glücklich ist, aber ich sage Ihnen zu, das werden wir verbieten. Der zweite Punkt, ist, den wir gestern besprochen haben, Preise. Jetzt will ich aber auch eins sagen, Sie wollten das ja auch nicht. Die Politik wird keine Preise machen. Das muss ich ganz klar sagen. Wir werden nicht, wissen Sie, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt die Preise, da hätten Sie keinen Spaß jetzt, wenn Sie Schweinelieferant sind. Und wir hätten die Preise gemacht letztes Jahr und die würden heute noch gelten, da hätten Sie aber Tränen in der Augen. Wir haben jetzt Schweinepreise, die sind schon höher als 2003. Und das ist auch gut so, und zwar als Regeln, wenn Sie wollen. Oder? Sie haben gerade reingerufen. 20 Jahre her, 2003. Ja, ich weiß, aber 2003 wurde von der Branche mir hochgehalten, das waren die goldenen Zeiten. Deshalb will ich gerade sagen, wir haben ja jetzt echt gute Schweinepreise, müssen wir jetzt mal ehrlich sagen. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich China, ASP, Belgien hat der ASP, wenn wir uns jetzt mal umschauen, Polen nur noch 14 Kilometer von unserer Grenze. Und ich kann Ihnen sagen, wir machen alles, wirklich alles, was wir tun können, damit wir die ASP aus Deutschland fernhalten. Wir sind jeden Monat, alle paar Wochen in China, um Gespräche mit unser Chefveterinär, jetzt war der Chefveterinär aus China bei uns. Ich weiß, dass ja auch einige Schweinehalter unter Ihnen sind. Der Punkt ist, in dem Moment, wo Deutschland die Schweinepest hat, werden wir ein Problem mit der Lieferung haben. Nicht innerhalb Europas. Innerhalb Europas haben wir das Regionalisierungsprinzip, was wir uns gegenseitig anerkennen. Das heißt, dass in den Regionen, wo ASD nicht ausgebrochen ist, dennoch Schweinefleisch vermarktbar ist aus der Region. China akzeptiert das bisher noch nicht. Und deshalb sind wir dabei, dass die Kanzlerin das Thema sogar auch anspricht in China. Denn für uns ist es wichtig, dass wir da einen Markt weiterhin haben. Also deshalb sage ich nochmal, wir machen die Preise nicht als Politik. Aber was unanständig ist, Edeka, ich nenne die jetzt alle beim Namen, auch wenn die sich beschweren, dass ich nicht gut über die rede. Aber die haben vor jetzt 2 Kilogramm Äpfel für 1,11 Euro ins Angebot zu nehmen. 1,11 Euro, 2 Kilogramm Äpfel. Ich frage mich, wieso etwas gehen soll. Wie soll eine Bauernfamilie davon leben und man höchste Umweltstandards einhalten? Ich finde das unanständig, von denen, die es anbieten, aber von denen, die es kaufen. Denn man kann nicht sonntags fordern, immer weniger Pflanzenschutzmittel, immer umweltgerechter, höchster Standard und am nächsten Tag dann aber was Günstiges und Günstiges kaufen. Also, deshalb meine ich, was kommt aus dem Ausland? Nee, es kommt nicht alles aus dem Ausland. Nee, passen Sie auf. Wir müssen schon ein bisschen differenzieren. Es kommt nicht alles aus dem Ausland. Leute, redet euch die Lage auch nicht schön. Es kommt nicht alles aus dem Ausland. Es war zeitweise, kamen die Kartoffeln aus Israel, als unsere Kartoffelpreise angestiegen sind. Aber wer kommt das woanders her? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, schon. Aber nochmal, es kommt nicht alles aus dem Ausland. Die Frage ist noch eine andere Frage, die wir uns stellen müssen. Akzeptieren wir das, dass es 1,11 Euro kostet und sagen, dann liefern wir es zu 1,11 Euro oder schaffen wir es, ein anderes Bewusstsein beim Handel zu erreichen? Uns sagt der Handel, uns sagt der Frau Klöckner, die Verbraucher zahlen nicht mehr. Also machen wir Dumpingpreise. Ich finde, daraus wird aber kein Schuh. Wenn Verbraucher immer Tiefstpreise suggeriert bekommen, wieso sollen die denn nachher mehr zahlen? Also die werden doch dazu erzogen, Verbraucher, also wenn das Hähnchenschenkel 100 Gramm 15 Cent kosten, da fragen sich doch irgendwann Verbraucher, warum soll ich dafür mehr zahlen? Und deshalb wird es darum auch gehen, mit dem Handel deutlich zu machen, dass diese Regelung Verkauf unter Einstandspreis, das ist ja ein Verbot,
dass wir uns das vielleicht genauer anschauen oder sogar gesetzlich noch nachschärfen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 2 Kilo Äpfel für 1,11 € produzieren kann. Und insofern meine ich, brauchen wir eine andere Preispolitik, denn Wertschätzung hat etwas auch mit dem Preis zu tun. Und wenn der Preis nicht stimmt, dann kommt auch bei der Bevölkerung keine Wertschätzung hoch und dann fordert die auch höchste Tierschutzstandards und macht sich überhaupt keine Gedanken, dass man für andere Tierschutz- oder Tierwohlstandards zum Beispiel in Ställe investieren muss, die richtig viel Geld kosten. Und insofern wird wichtig sein, dass wir eines hinbekommen, und das werden wir auch bei unseren Runden in meinem Ministerium dann mit dem Handel besprechen. Einmal die Frage, wie sind die Lieferbedingungen? Zweitens werden wir eine Beschwerdestelle bei uns einrichten für unlauteres Handeln, die anonymisiert ist, denn viele der Lieferanten sagen, wenn ich meinen Namen nenne oder wenn ich die Filiale nenne, dann ist zumindest der Lieferant, an den ich geliefert habe als Bauer, der ist erkennbar und dann sind wir ausgelistet. Diese Sorge besteht, das kann ich verstehen. Und deshalb werden wir bei mir eine Beschwerdestelle einrichten und gestern haben die Handelsunternehmen uns zugesagt, dass sie all diesen Punkten nachgehen und bei uns dann Bericht erstatten. Das ist ein Anfang, ob sie es machen, werden wir sehen. Aber die Zusage haben wir bekommen und ich glaube, da müssen wir dranbleiben. In einem halben Jahr haben wir wieder einen Termin im Kanzleramt und ich glaube, diesen Druck müssen wir hochhalten in dieser Frage. Und dann gehe ich weiter, wenn es darum geht, Standards einzuhalten. Und dann, ich will noch was zur Düngeverordnung sagen, sicherlich, und sage auch was zum Handel. Wenn Sie nachher wollen, bei Rückfragen auch zur ASP, was Polen, Zaunbauten anbelangt, wir haben das THW im Übrigen angeboten, dass wir zum Beispiel so eine weiße Zone aufbauen, das heißt in Kaskaden auch Zäune aufbauen, denn in dem Moment, wo wir in Deutschland, in unserem Zaun in Deutschland, ein Wildschwein haben, das auf Schweinepest positiv getestet worden ist, ab dem Moment auf deutschem Boden, ist dann Deutschland nicht mehr ASP-frei. Und deshalb ist mein Ansinnen, dass die Zäune mit unserer Unterstützung in Polen, die ja ASP haben, noch besser aufgebaut werden und dass bis zur deutschen Grenze wir eine sogenannte weiße Fläche haben, wo wir zum einen natürlich bejagen, Wildschweine bejagen, aber zum anderen Wildschweinfallen aufstellen und mehr Zäune auch haben, damit es erst gar nicht nach Deutschland kommt. Also das sind die Kooperationen, die wir mit Polen eingegangen sind. Lassen Sie mich mal noch kurz was sagen zum Thema auch Düngeverordnung, weil das Sie am meisten auch emotional umtreibt. Da muss ich Ihnen bei ein paar Punkten widersprechen, weil Ehrlichkeit gehört auch dazu. Man kann Emotionen hochtreiben, bin ich voll bei Ihnen, aber da muss man auch die ganze Geschichte erzählen. 1991, seitdem gibt es die Nitratrichtlinie. Ich habe übrigens auch heute dabei Herr Oswald, Dr. Oswald. Dann ist er erst ein Fachmann, er kommt aus der Branche, er kennt sich aus, also es ist nicht irgendjemand, der irgendwie im Bundesumweltministerium ist und vorher beim NABU war und jetzt Ziele umsetzen will, sondern es ist jemand aus dem Fach und der auch weiß, wie verhandelt wird und der auch weiß, was die Fachlichkeit ist. Also da können wir nachher auch nochmal stärker einsteigen. Ich will Ihnen aber was sagen, die Nitratrichtlinie, die gibt es seit 1991. Und Deutschland hat sich wie andere Mitgliedstaaten der EU darauf geeinigt, dass im Grundwasser überprüft wird, wie viel Nitrat drin ist. Im Grundwasser. Und jetzt sind wir mehrfach angemahnt worden. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. 2012 sind wir angemahnt worden, aus dem Jahr, glaube ich, 2006, die Düngeverordnung anzupassen, umzusetzen und das einzuführen, was europäisch verlangt wird, auch von anderen Ländern. Also man kann jetzt nicht sagen, wir hätten keine Zeit gehabt. Das war auch alles vor meiner Zeit. Ich will nur mal sagen. Ja, nee, das gehört schon dazu. Wer heute sagt, das geht von heute auf morgen. Wir sind das letzte Land in der EU, das die Düngeverordnung bzw. die Nitratrichtlinie nicht umgesetzt hat, so wie es die EU-Kommission vorsieht. Jetzt kann man, ich komme noch zum Messstellen, nicht, dass Sie denken, ich will mich da rausreden. Aber nochmal, ich will nur sagen, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Die EU-Kommission hat bei uns jetzt wirklich die Nase voll mit Deutschland. Und das hat was damit zu tun, wir hatten erst ein Messnetz gehabt, vor meiner Zeit. Das war ein sogenanntes Belastungsmessnetz. Im Übrigen haben sich damals Bund, Länder und Berufsstand auf dieses Belastungsmessnetz geeinigt. Dann wurde das geändert in ein sogenanntes Repräsentativmessnetz.
Die Messstellen wurden vervierfacht. Ergebnisse waren ähnlich. Auch Bund, Länder und Berufsstand haben sich darauf geeinigt. Und jetzt kommen wir zu den Messnetzen. Und die sind deshalb so wichtig. Wo gemessen wird, wann gemessen wird, wie gemessen wird und ob die Messstellen überhaupt plausibel gewählt sind, der Ort. Warum ist das so wichtig? Stichwort rote Gebiete. Bei den roten Gebieten, da war es so, das wissen Sie, dass Dänemark, ganz Dänemark, war sozusagen ein rotes Gebiet, die mussten über 10 Jahre minus 20% stehen. Das hätte die Kommission gerne auch mit uns gemacht. Wir haben hinbekommen, deutlich zu machen, dass Deutschland nicht ganz ein rotes Gebiet ist. Aber wenn in roten Gebieten strengere Düngvorschriften gelten, dann ist es umso wichtiger, dass die Messstellen, dass die Messnetze plausibel und nachvollziehbar sind und die Orte auch richtig gewählt sind und dass es repräsentativ ist. Eigentlich will ich sagen, wir werden nichts wegmessen können, was da ist. Auch das gehört dazu. So habe ich auch die Bauern nicht verstanden. Mir hat bisher kein Bauer gesagt, ich will düngen, wie ich will, sondern die Bauern sagen mir, wir wollen fair behandelt werden und es soll transparent sein. Und das kann ich nachvollziehen. Und jetzt müssen wir aber uns eines anschauen. Seit 2017, da hat das BNL damals dafür gekämpft, ist es möglich, dass alle Bundesländer binnendifferenzieren können. Und ich kann Ihnen sagen, die wenigsten Landesumweltminister wollten davon was wissen. Denn für die Messstellen sind die Bundesländer zuständig. Das sind wir nicht im Bund. Und es sind die Umweltminister. Ich kann Ihnen aber sagen, wer gerade in Brüssel aktiv ist und der Meinung ist, dass all das, was wir jetzt auch an Verschärfungen bekommen werden, noch lange nicht reicht. Im Übrigen auch aus Ihrem Bundesland kommen wir. Das sind die Vertreter der Wasserwirtschaft. Und die sind sehr massiv in Brüssel unterwegs und sagen, das, was da die Landwirtschaft macht, das macht unseren Wasserpreis teurer. Wir müssen Wasser durch die Gegend fahren, um es zu mischen, damit der Nitratgehalt, Sie schütteln den Kopf, ich gebe doch nur was wieder gerade, gell? Damit denn, in Rheinland-Pfalz sind die nämlich genauso unterwegs, damit der Nitratgehalt niedriger ist, ansonsten geben sie an die Verbraucher weiter, warum es teurer ist, weil die Landwirte falsch stimmen. Das ist die Schwarz-Weiß-Debatte. Nur mal, dass Sie wissen, wie die Lage, wie die Diskussionslage ist, an welchen Fronten wir da auch kämpfen. Und deshalb haben wir klar gemacht, nochmal zu den Messstellen. Sachsen-Anhalt hat binnendifferenziert, hat sehr, sehr genau auch ausgewiesen. Was heißt das jetzt binnendifferenziert, sag ich aber? Binnendifferenziert heißt, dass es mehr Messstellen gibt. Und also ich will es mal so sagen, wenn Sie eine Messstelle haben, die ein großes Gebiet plötzlich zum roten Gebiet macht, eine Messstelle, und diese Messstelle noch nicht mal repräsentativ wäre, bei uns in Rheinland-Pfalz ist in Trier eine Messstelle, die für ein ganzes landwirtschaftliches Gebiet gilt, im städtischen Hochwassergebiet. Und das ist, also da sind die Landwirte auf der Palme. Weil das kann nicht repräsentativ sein. Oder es ist eine alte, vergessene Müllhalde, die ist noch aufgezeichnet in alten Bereichen. Nee, ist nicht überall das Gleiche. Ich habe nicht pauschal geredet. Nee, Sie dürfen sich nicht schönreden. Nochmal, ich bin heute ehrlich zu Ihnen. Ich sage Ihnen, was es gibt. Aber ich sage Ihnen auch, dass es danach nicht heißt, alles ist in Butter. Auch das will ich sagen. Es kann sein, wenn es mehr Messstellen gibt. Ich habe draußen eben 800 rote Rosen für Messstellen symbolisch bekommen und nicht nur rote, Rosen gekriegt. Und der Wunsch ist, dass es noch mehr Messstellen gibt. Ich will Ihnen nur sagen, ja, man kann mehr Messstellen machen. Ich bin auch dafür, Stichwort binnendifferenzieren, damit es verursachergerechter wird, dass man zuordnen kann. Aber ich will Ihnen auch sagen, wenn es mehr Messstellen gibt, gibt es mehr Ergebnisse, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Ergebnisse sind. Das wissen wir nicht. Abwarten, da habe ich nichts dagegen, aber nochmal, wir sind dafür, das ist die Haltung des Bundeslandwirtschaftsministeriums und das haben wir jetzt auch durchsetzen können. Und da sind wir dran, wir haben jetzt aktuell eine Kann-Regelung. Können heißt nicht müssen. Das ist seit 2017 drin. Da aber zu wenige Bundesländer diese Kann-Regelung genutzt haben, um Binnen zu differenzieren, also mehr Messstellen aufzustellen, haben wir jetzt beschlossen, damit wir eine Bundeseinheitlichkeit bekommen, damit das ehrlicher, vergleichbarer wird, dass aus dieser Kann-Regelung eine Muss-Regelung wird. Das heißt, dass die Länder verpflichtet sind und wir erwarten von denen, dass sie die Messstellen überprüfen
und dass sie dann auch binnendifferenzieren. Das heißt dann auch, dass vielleicht, auch das muss ich offen sagen, die, die nicht im Bodengebiet waren, vielleicht reinkommen, aber andere, die vorher drin waren, teilweise eben wieder rauskommen, weil es passgenauer und verursachergerechter wird. Das halte ich für richtig und auch für wichtig in dieser Sache. In Nordrhein-Westfalen hat man gesehen, dass einige der Messstellen falsch, also nicht korrekt waren. Auch das muss man dann korrigieren. Und ich meine, da muss man schon auch, sagen wir mal, die Landesumweltminister in die Pflicht nehmen. Und das ist dann, glaube ich, auch mit Aufgabe des Verbandes, auch der berufsständischen Vertretung, da genauer hinzuschauen. Ich kann Ihnen sagen, was bei uns in Rheinland-Pfalz jetzt passiert ist. Der FDP-Landwirtschaftsminister hat gesagt, nee, wir überprüfen jetzt nicht alle Messstellen, wir machen eine Beschwerdestelle, das heißt, wenn du Landwirt berechtigte Zweifel hast, dann melde dich. Also ich kenne keinen Landwirt, der mit einem Labor ständig rumläuft und dann die Messproben macht. Und deshalb sage ich, der Ball darf nicht an die Berufschaft zurückgespielt werden, sondern die Länder sollen die Messstellen überprüfen und dann, wenn es notwendig ist, anpassen, binnendifferenzieren und die Stellen müssen auch plausibel sein, dass sie auch repräsentativ sind. Das sind Punkte, die wir haben und das werden wir in eine Muss-Regelung in die neue Verordnung mit reinnehmen. Das, und ich glaube, das ist auch in Ihrem Sinne so etwas. Das ist der eine Punkt. Und wenn wir jetzt weitergehen, was das Thema Hilfen auch angeht. Und ich verstehe Sie, gerade die Jungen, die haben gesagt, Mensch, Frau Klöckner, das mit der Milliarde. Ich Ihnen mal sagen, was mir sehr gefallen hat und der Albert Stegemann macht es mir nicht mal leicht, er kämpft ganz schön, kann ich Ihnen sagen, das ist ein alter Fachmann auch, gern. Und er kommt hier aus der Region und Sie glauben gar nicht, wie er Sie vertritt, das ist ein Kämpfer vor den Herrn, weil im Deutschen Bundestag, naja, wissen Sie, Sie machen Ihren Beruf, aber ich sage Ihnen, wenn Sie Ihre Jackson, die für Sie im Deutschen Bundestag sitzen und sich verkloppen lassen, dann werden Sie keinen mehr finden, der das macht für die Landwirtschaft. Denn Wertschätzung will nicht nur Landwirtschaft, Wertschätzung wollen auch die Politiker, die für Sie den Rücken gerade machen. Und ich finde das sehr wichtig, dass man das Politiker einfach mal so abschiebt. Wer glaubt, dass die eigene Meinung 1:1 im Deutschen Bundestag umzusetzen ist, der muss sich mal die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages anschauen. Und ich wünsche Ihnen gutes Verrichten, wenn Sie sagen, es ist so halt eine Drohung, dann wählen wir die CDU nicht mehr. Ich wünsche Ihnen ein gutes Verrichten mit der Mehrheit der Grünen, die am Ende auf Binnendifferenzierung verzichten wird. Glücklicher werden Sie mit denen nicht, im Gegenteil. Das kann ich Ihnen sagen. Im Bundesrat haben wir gerade 11 grüne Beteiligungen. Und da gehen zum Beispiel, wenn es um das Urteil Kassenstand geht, da kann ich Ihnen sagen, was in diesem Bundesratsbeschluss alles drin ist. Da werden Sie andere Demos abhalten, als die, die jetzt gerade laufen. Und deshalb will ich nochmal sagen, zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, sich die Realität anzuschauen, wie sie ist. Und da will ich sagen, was das Thema nochmal der 1 Milliarde angeht. Ich will mich heute all diesen Themen stellen. Ich glaube, dass der Begriff Bauernmilliarde ziemlich schräg und falsch ist. Weil er was anderes suggeriert bei der Bevölkerung. Will aber was anderes sagen. Sie hätten mich doch heute hier vom Hof gehört, wenn Sie erfahren hätten, die Glöckler meint, wir bräuchten für den Agrarhaushalt überhaupt gar kein Geld mehr, sondern nur der Herr Hein bekommt das und alle anderen bekommen das. Ich will Sie Ihnen erläutern. Koalitionsausschüsse, wenn die tagen, richten die sich nicht nach Demonstrationszeiten von Bauern oder nicht, sondern ein Koalitionsausschuss tagt, weil zum Beispiel verhandelt wird, da ging es um die Grundrente von Herrn Heid, wir sind übrigens der Meinung, müssten Landwirte auch kriegen, Klammer zu, aber es ging da um die Verhandlung des Thema Grundrente. Ein Beispiel, was wollte die SPD haben? Und das sind Verhandlungen. Und dann haben wir gesehen, es gibt Haushaltsüberschüsse und die Sozialdemokraten hatten ziemlich viele Ideen, was sie mit dem Geld mit den Haushaltsüberschüssen machen. Und jetzt hätten wir sagen können, okay, liebe Sozialdemokraten, dann kriegt ihr das Geld komplett. Aber ich finde es nicht verkehrt zu sagen, als Agrarministerin, passt mal auf, dann will ich aber auch Geld für meine Bauern haben, weil wir zum Beispiel versuchen, die Sozialsicherungssysteme, die Eigenständigen der Landwirte, in den Beiträgen stabil zu halten oder die Beiträge, das heißt die Prämien sogar zu senken. Und ich muss Ihnen sagen, das halte ich nicht für verkehrt. Und das ist auch in Ihrem Interesse. Sie alle wissen, dass wir ein eigenständiges Sozialsystem für Sie haben, für Krankheit, für Alter, für auch wenn man Unfälle hat. Und das halte ich für wichtig, dass wir dieses Sicherungssystem haben. Und Sie nicken und Sie wissen, wovon ich rede. 4,1 Milliarden des Bundeshaushaltes gehen da rein. Die FDP zum Beispiel will das abschaffen und will,
dass Sie integriert werden in die normalen Versicherungsleistungen, wissen Sie, was das denn heißt für Ihre Beiträge, wie die schreiben würden? Deshalb kämpfen wir dafür, dass das eigenständig bleibt, dieses System. Und deshalb kämpfen wir dafür, dass aufgrund des demografischen Wandels, wofür die Jungen ja gerade nichts können, dass ihnen die Beiträge nicht ansteigen, Stichwort Altenteiler, sondern dass wir sie abpuffern. Und ich wäre bescheuert gewesen, wenn ich diese 1 Milliarde nicht genommen hätte, mal ganz ehrlich. Und deshalb haben wir sie genommen, um da was machen zu können bei der Sozialversicherung, aber auch um Investitionen in Gülle-Lagerung, um Investitionen in Gülle-Separierung, Aufbereitung, um Aufbringtechniken auch mit zu finanzieren, um die Investitionsleistungen zum Beispiel anheben zu können. Und das ist die Aufgabe, was ich mache für die Landwirte. Wenn ich nicht danach fordere, dann fordert kein Minister für sie das Geld. Und das ist der Punkt. Man kann nicht sagen, kommunikativ bin ich bei Ihnen, weil auch das leider in der Öffentlichkeit dann so aussieht, Mensch, jetzt demonstrieren Sie und jetzt kriegen Sie Geld. Ich will aber sagen, umgekehrt, wenn das Geld nicht gekommen wäre, hätte es aber nicht bedeutet, dass die EU auf die Umsetzung der Düngeverordnung verzichtet hätte. Auch das, glaube ich, gehört mit dazu. Dann will ich, liebe Bauern, noch einiges sagen und liebe Gäste, hierzu zur Welternährung. Dann noch einen letzten Satz und dann ganz kurz noch was zur Ackerbaustrategie, weil ich Ihnen ja einiges auch hier mitgebracht habe. Einmal ist schon wichtig, Folgendes vor Augen zu haben. Ein Bauer hat im Jahre 1900 etwa 10 Leute ernährt. Jetzt waren die Betriebe aber auch kleiner. Heute ernährt ein Bauer oder eine Bauernfamilie 145 Menschen. Und jetzt sagt, da haben Sie vielleicht gestern auch mitbekommen, Frau Slomka, ZDF, meinte dann, ob wir nicht zu viel produzieren. Das ist ja immer so dann der Effekt, warum die Preise so niedrig sind. Nee, Leute, schauen wir uns mal weltweit an, wie die Lage ist. Wir werden bis zum Jahr 2050 2 Milliarden mehr Menschen sein. Und es gibt ein Menschenrecht auf Nahrung. Ein hungriger Magen, der findet keinen Frieden. Und Menschen wollen, also wir müssen nicht über Politik, Philosophie und sonst was reden, wenn jemand hungrig ist. Das wissen wir doch alle. Kriege entstehen, indem um begrenzte Ressourcen gekämpft wird. Und wenn wir heute schon über 200 Millionen, nein, es sind über 800 Millionen Menschen, die hungern auf dieser Welt. 2 Milliarden sind mangelernährt. Und ich sage Ihnen, wir kriegen diese Menschen nicht satt, indem wir aus der landwirtschaftlichen Produktion aussteigen. Ich hörte, dass Herr Timmermans auf europäischer Ebene meint, wir müssen die Landwirtschaft minimieren in Europa. Ich halte das für einen Fehler. Mir ist auch klar, dass wir nicht immer mehr produzieren können mit der Wirtschaftsweise, die wir heute haben, weil die Ressourcen endlich sind. Aber meine Lösung ist doch damit, aus der Landwirtschaft auszusteigen. Unsere Lösung ist, die wir besprochen haben. Deshalb auch das Thema Ackerbaustrategie. Produktionseffizienz und Effektivität kombinieren mit Nachhaltigkeitsansätzen. Dazu hilft zum Beispiel auch das Thema Digitalisierung. Wir sind hier in Niedersachsen. Ich will jetzt nicht Werbung für verschiedene machen, aber ich war zum Beispiel im Amazonenland. Wenn man sich anschaut, wie das Thema Pflanzenschutzmittel, präzises Düngen, präzises Applizieren von Pflanzenschutzmitteln, fast pipettengenau. Wenn wir sehen, wie GPS-Steuerung, wie Bodensensoren, wie Drohnen- und Wärmebildkameras zusammenarbeiten, und wie wir das auf den Äckern nicht nur der Zukunft, sondern auch in nächster Gegenwart nutzen können, um effizient auf den Äckern, ressourcenschonend, aber ertragssichernd und ertragssteigernd arbeiten können, dann ist das für mich die Antwort. In Technik, in Innovation, aber auch in neue Pflanzenzüchtungen zu investieren. Und das heißt dann auch, dass wir offen sind am Ende, Zielkonflikt, offen sind für neue Pflanzenzüchtungen. Und da gibt es, das sage ich ganz offen, einen Dissens in dieser Bundesregierung. Ich meine, wir brauchen neue Pflanzenzüchtung, denn Sie haben es doch alle gemerkt. In Ostdeutschland noch ein bisschen stärker wegen der Dürre. Wir brauchen Pflanzen, Ackerfrüchte, die widerstandsfähig sind, die klimaresilient sind, die aber Erträge bringen, aber die auf der anderen Seite auch noch schädlingsresistent sind, wenn die Bevölkerung weniger Pflanzenschutzmittel haben möchte. Aber auf der anderen Seite Erträge gesichert haben will. Und keiner greift ja nach dem Salatkopf mit den Schädlingen drin. Der Apfel soll auch immer schön aussehen. Also das ist ja der Zielkonflikt auch von uns Verbrauchern. Bitte gar keine Pflanzenschutzmittel, jeder unterschreibt Insektenbegehren, aber schön aussehen soll alles. Alles andere bleibt ja sonst liegen im Regal.
Und wenn wir aber diese Zielkonflikte lösen wollen, weniger Pflanzenschutzmittel, Resistenz gegen Schädlinge und dann auch noch resilient sein gegen den Klimawandel, dann werden wir nicht ohne neue Pflanzenzüchtung, Stichwort Genschere, CRISPR-Cas etc. auskommen. Und deshalb kämpfe ich dafür, dass wir eine andere Debatte uns auch endlich darauf einlassen und europäisch auf die Grundlage ändern, denn das EuGH-Urteil, das ist gegen die Landwirtschaft, das ist gegen eine Nachhaltigkeit, denn Nachhaltigkeit kriegen wir nur mit neuer Technik und mit Offenheit für neue Züchtungen hin. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, und dann haben wir diese Ackerbaustrategie, die zeige ich Ihnen mal. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir für alle genügend dabei haben. Das ist unsere Ackerbaustrategie und ganz wichtig ist, wir haben hier drin keine ordnungspolitischen Vorschläge. Das heißt, wir machen Ihnen Angebote als Landwirte. Landwirte arbeiten nach der guten fachlichen Praxis, aber die ändert sich immer wieder. Einer unserer Vorschläge ist, um auch Resistenzen, zum Beispiel bei Schädlingen zu minimieren, mindestens eine 5er, 6er Fruchtfolge zu haben. Aber es bringt nichts, wenn wir plötzlich was anbauen, wofür es aber keinen Markt gibt. Deshalb haben wir diese Ackerbaustrategie und dazu kann, wenn Sie mögen, nachher auch noch Herr Oswald Rede und Antwort stehen. Ich glaube, er hat viele seiner jugendlichen Stunden damit verbracht, mit dieser Ackerbaustrategie. Und ich will Ihnen mal sagen, was wir an Handlungsfeldern bearbeitet haben. Einmal den Boden, dann die Kulturpflanzenvielfalt und Fruchtfolge, die Düngung, Pflanzenschutz, Pflanzenzüchtung, Digitalisierung, Biodiversität und Klimaanpassung. Also 8 Handlungsfelder haben wir in der Strategie angesprochen und haben dann Folgendes für Sie gemacht. Ich weiß nicht, wer es in der Hand jetzt hat, die Ackerbaustrategie, ansonsten wir liefern Ihnen noch welche. Wir haben eine Bewertungsmatrix gemacht, das hat es so noch nicht gegeben. Das heißt, wir haben mal formuliert, wenn es das Ziel ist, Biodiversität, möglichst viel Biodiversität auf den Acker zu bringen, dann müssen wir aber auch schauen, diese Biodiversität, rechnet sich die denn auch für den Landwirt? Beziehungsweise ist die Ackerfrucht, die wir neu anbauen, wird vorgeschlagen, Hafer zum Beispiel, ein Beispiel, gibt es denn einen Markt dafür? Also wir haben immer die Implikationen erläutert und auch klar gemacht, welche Märkte wir schaffen müssen für das, was hier gefordert ist. Und dann gehen wir weiter, wenn aber dann zum Beispiel Biodiversität gefordert ist, Humusaufbau etc., aber Ihnen das am Ende keine Mehrerlöse bringt, sondern mehr Kosten macht, dass wir dann auch darüber reden müssen, wenn das im Sinne der Allgemeinheit ist, Stichwort Umweltschutz, dass wir dann auch über Entschädigungsleistungen, ich finde immer Entschädigung halt komisch an, sondern das ist dann ein Vertrag, den man eingehen muss, Stichwort auch nochmal Gesellschaft, wenn Gesellschaft sich mehr Blühstreifen, ein Beispiel wünscht, dann ist auch die Frage, was uns das wert ist als Gesellschaft. Also in dieser Ackerbaustrategie wollen wir deutlich machen, dass der Ackerbau in Deutschland, Stichwort 2035, Zukunft hat. Warum machen wir uns diese Gedanken? Und das, glaube ich, wird heute auch noch in der Diskussion vertieft werden. Wir machen uns diese Gedanken, weil wir zum einen wollen, dass die jungen Leute Freude dran haben, selber in Zukunft aufs Feld zu gehen, weil sie sagen, wir verdienen hier auch etwas. Das heißt, ohne Erlös wird das Ganze keinen Sinn machen, denn ansonsten ist man Landschaftsgärtner und kein Landwirt. Zweiter Punkt, der uns hier geleitet hat, ist, wir wollen, dass Landwirtschaft, also der einzelne Landwirt hat schon ein hohes Ansehen in der Gesellschaft, also wenn man einen, also sind die Umfragen. Aber die Landwirtschaft steht, warum auch immer, im Misskredit. Und uns geht es darum, deutlich zu machen, wenn die Hälfte unseres Landes landwirtschaftlich genutzt ist und die Bevölkerung draufschaut, dass die Akzeptanz da ist und die Akzeptanz wächst zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit, Biodiversität und wenn auch wahrnehmbar ist, dass der Ackerbau sich diesen Zielen auch noch stärker verschreibt. Aber wir haben gesagt, fordern ist das Einfachste. Nur ob sich das rechnet für den Landwirt, das ist dann das andere. Und insofern haben wir für diese Ziele, ich habe Ihnen diese 8 Handlungsfelder vorgelesen, haben wir für diese Ziele, haben wir dann die einzelnen Maßnahmen, also Instrumente Ihnen erläutert. Das würde jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Das heißt, welche Technik brauchen Sie dazu? Welches Saatgut bräuchten Sie vielleicht dazu? Welche Art?
Welche Fruchtfolge bräuchten Sie dazu? Dann müssen wir es quantifizieren, was kostet das? Dann geht es darum, wer ist der Abnahmemarkt oder müssen wir politische Rahmenbedingungen schaffen, dass wir eine Förderung hinbekommen? Dann ist die Frage, wie kann Ihnen Digitalisierung helfen? Wie passt das mit dem Düngerrecht zusammen? Wie passt das mit dem Thema Pflanzenschutzmittel zusammen? All das ist in dieser Ackerbaustrategie drin und die ist jetzt nicht so gedruckt, dass das jetzt ein Buch ist, da ist ein Siegel drauf und darf nie mehr aufgemacht werden. Und damit will ich auch schließen. Das hier ist jetzt die Diskussionsgrundlage und wir beginnen heute bei Ihnen, das erste Mal mit dieser Ackerbaustrategie, dass wir sie in die Diskussion geben. Da hat der Albert auch Wert draufgelegt. Dass wir dies, man kann ja nichts diskutieren, was man nicht vorgelegt hat. Wissen Sie, es gibt viele auch NGOs, die fordern Sachen, aber immer nur monothematisch und sie schauen sich nicht die Auswirkungen an. Also was hilft es, wenn ein Landwirt alle möglichen Blühstreifen auf seinem Acker macht, aber davon nichts verdient, dann gibt es den Landwirt nicht mehr. So, und deshalb haben wir eine Strategie vorgelegt, die die Implikationen und Zielkonflikte beschreibt. Jetzt gehen wir das Frühjahr über mit dieser Strategie, die Ihnen vorliegt, die wir Ihnen auch gerne noch zuschicken, wer will, gehen wir in die Diskussion. In die Diskussionen, in die verschiedenen, auch mit Umweltverbänden. Denn am Ende müssen wir zusammenkommen, auch in unseren Dialogforen, Umwelt, Verbraucher, Gesellschaft, Politik, Medien, Landwirt. Nur wenn wir an einem Tisch sind, dann kommen wir auch weiter. Und ich glaube, das ist die Chance. Es sind schwierige Zeiten für Sie, das weiß ich. Es sind herausfordernde Zeiten. Und ich meine aber auch, dass wir auch Zuversicht vermitteln müssen. Wir haben hochqualifizierte junge Leute in diesem Beruf. Und ich finde, wir müssen auch immer wieder sagen, man muss sich nicht von jedem sagen lassen, der vielleicht noch nie auf dem Feld war und den weißen Traktor angeht. Von jedem sagen lassen, ja, ich habe zuerst Traktor fahren gelernt, also nicht offiziell, aber und dann mein Führerschein auch. Aber nochmal, man muss sich nicht, das will ich Ihnen auch sagen, man muss sich nicht von jedem sagen lassen, der glaubt, die Landwirtschaft sei, ich habe es gesagt, unerwünscht, sei so wie in den Schulbüchern. Ich halte das übrigens auch für ein Problem, wie Landwirtschaft in der Schule vermittelt wird. Wir haben uns das angeschaut in einigen Bundesländern und deshalb werde ich auch mit den Kultusministern reden. Wir haben in Schulbüchern eine Landwirtschaft, die ist nostalgisch, die ist rückwärtsgewandt. Wissen Sie, jeder will irgendwie das neueste Handy haben, nur die Landwirtschaft soll sein, so wie früher. Ja, die Bäuerin soll mit der Milchkanne über den Hof hüpfen. Wir sind heute weiter, wir sind heute modern, wir haben andere Hygienestandards, wir sind heute weiter. Und deshalb glaube ich, seien Sie selbstbewusst, aber seien Sie auch offen für die Fragen, die Verbraucher haben. Es sind nicht alles grüne Spinner, die auch mal eine Frage haben zum Tierwohl. Leute, das spielt eine Rolle. Seien Sie uns nicht böse, wir werden nicht umhin kommen. Auch wenn wir die Debatte um das Thema Ferkelkastration führen. Ich weiß, dass Sie das nach, dass wir das verbieten, die Betäubungslos. Aber Leute, es gibt keine parlamentarische Mehrheit, es weiter so zu machen, wie es ist. Und deshalb wird es die betäubungslose Ferkelkastration nicht mehr geben. Aber ich werde Sie begleiten, dass Sie die Umstellung hinbekommen können. Das heißt, wir haben jetzt 30 Millionen Euro, wenn Sie die Vollnarkose machen, für die Masken. Wir haben die Impfung und wir haben die Jungebermast. Und wir reden mit dem Handel, weil mir die Landwirte gesagt haben, wir machen das alles. Aber dann muss Vion, dann muss Tönnies, dann müssen die anderen auch mitmachen und es muss auch in Macht genommen werden. Und da sage ich, da helfe ich Ihnen, da sind wir dabei. Aber ich will Sie auch zu aufrufen, bleiben Sie nicht nur in Ihrer Blase, nenne ich es jetzt mal, wir Politiker sind es ja auch. Aber wissen Sie, Sie sind sich alle einig und Sie kloppen sich auf die Schulter und ich kenne auch so manchen WhatsApp-Verlauf und so. Leute, will auch sagen, passt auch ein bisschen Acht, dass man nicht nachher so wird, wie man sonst beklagt, wie andere über die Landwirtschaft reden. Auch das gehört dazu, Maß und Mitte zu halten und man muss auch immer Implikationen sehen, dass man auch nicht zu radikal wird. Auch das will ich deutlich ein offenes Wort hier sagen, weil ich will, dass das Image unserer Landwirtschaft eines ist, was ehrenwert ist, dass wir haben begonnen, das öffentlich zu machen, noch nie war Landwirtschaft, noch nie war die Frage, was ist den Preis auch wert, so in der Öffentlichkeit, das ist eine Riesenchance, die wir jetzt haben. Das ist echt eine Chance. Das ist Ihnen zu verdanken, die auf die Straßen gehen. Das ist, will Ihnen aber auch sagen, die Verbände sind auch wichtig. Und ich will hier auch mal sagen, zu den Bauern von Berlin, Heißer Land, Volk etc.
wir müssen auch schauen, dass wir die Interessen organisiert bekommen. Denn die Addition von Einzelinteressen wird niemals 100%, sondern immer 1000% sein. Das kriegen wir nie hin. Und deshalb darf die Landwirtschaft sich nicht auseinanderdividieren lassen, aber wir müssen alle kritikfähig sein. Und ich will Ihnen zum Schluss sagen, es wird Veränderungen geben. Auch wir werden uns an EU-Recht halten müssen. Aber ich sage Ihnen zu, wir werden Sie begleiten, wir werden Ihnen helfen, vor die Welle zu kommen, dass Sie aus einer Rechtfertigungsecke kommen. Wir werden Ihnen helfen, dass wir Investitionen machen und dass Sie Ausgleich auch bekommen für Mehraufwände und dass Sie am Ende auch mit Stolz sagen können, nur ein Hellschwert aufs Feld, wie gesagt, mein Bruder, aber dass Sie mit Stolz sagen können, ich bin Bauer oder ich bin Bäuerin und dass auch dieses Bauernbashing, was ich in einigen Schulklassen erlebt habe, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so ist, aber ich kann Ihnen sagen, in Nordrhein-Westfalen ist das heftigst, was da läuft in einigen Klassen. Dass wir stehen gegen jede Diskriminierung von Minderheiten auf. Und Bauern sind mittlerweile Minderheiten geworden. Wir haben nur noch 270.000 Bauern in Deutschland, 77.000. Und da wünsche ich mir auch, dass dann rote Linien überschritten werden im Umgang mit Landwirten, dass dann auch alle aufstehen, auch die, die das berufsmäßig immer machen, wenn es um andere Gruppierungen geht, wenn es um Diskriminierung geht. Und das will ich unterstützen und will Ihnen dabei helfen. Und will mich bedanken. Sie haben ja so viele Stichworte gegeben. Ich will jetzt einfach mal aufhören und dass Sie jetzt eine Vorstellung haben, womit wir uns beschäftigen. Es werden viele, viele Fragen sicherlich da sein. Schreiben Sie mir auch, wenn Sie mir auch eine Mail schreiben oder sprechen Sie den Albert an oder Sie sagen, Sie kommen mit einer Gruppe mit Albert nochmal nach Berlin, dass ich mir da auch Zeit nehme. Auch das können wir machen. Ja, das können wir auch machen. Ich will es einfach nur sagen, es ist nicht immer so einfach, wie es manchmal gefordert wird. Ich verstehe Sie, wir sind an Ihrer Seite und glauben Sie mir, wir werden das gemeinsam hinkriegen und wir müssen den Jungen aber auch ein bisschen Zuversicht machen. Man kann nicht jeden Tag am Küchentisch daheim sagen, es hat alles keinen Sinn und dann wundert man sich, wenn die eigenen Kinder den Betrieb mit übernehmen wollen. Also es ist ein toller Beruf und ich muss Ihnen sagen, Sie sehen am Abend, was Sie geschafft haben. Das ist bei manch anderem Beruf nicht so. Und deshalb ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf eine Diskussion.